Vor der Entwicklung moderner Silowagen mussten staubförmige Güter wie zum Beispiel Zement, Quarzsand, aber auch Mehl und Zucker entweder in Säcke verpackt in gedeckten Güterwagen oder in Klappdeckelwagen befördert werden, heißt es bei Wikipedia. Beide Arten mussten von Hand be- und entladen werden. Moderne Silowagen werden dagegen pneumatisch gefüllt und entleert. Sie werden weltweit eingesetzt, so auch von der Holcim AG in der Schweiz, einem Tochterunternehmen des weltweit tätigen Baustoffkonzerns Lafarge-Holcim. Zum Kerngeschäft gehören die Produktion von Zement, Kies und Beton sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter an 55 Standorten. Zwei Güterwagen UACNS der Holcim sind Vorbilder dieses Rokosets. Die beiden Fahrzeuge sind Neukonstruktionen mit vielen Steckteilen, zum größten Teil bereits angesetzt, zum Teil sind sie in einem Zurüstbeutel beigelegt und müssen noch befestigt werden. Der hohe Detaillierungsgrad fordert natürlich seinen Preis. Knapp 97 Euro sind nicht gerade ein Schnäppchen. Dafür erhält der MOBA-Freund aber auch zwei Güterwagen, die auf der Anlage und in der Vitrine eine gute Figur machen. Die Verarbeitung ist tadellos, alle Räder laufen rund und die Bremsbacken sind in Höhe der Laufflächen der Räder montiert. Die Verwendung von bruchfestem Kunststoff bei gefährdeten Teilen wie etwa den Mühlengeländern verhindert die Gefahr von Beschädigungen, etwa bei Unfällen. Auch an der Bedruckung fanden wir nichts zu meckern, sie ist tadellos, auch unter der Lupe zeigten Buchstaben und Ziffern scharfe Kanten. Als Revisionsdaten sind der 24.06.09 und der 30.09.08 aufgedruckt. Damit sind die Wagen Vertreter der Epoche 6, die in der Schweiz 2005 begann.